Jetzt möchte ich dir zeigen, wie man beim Windows Movie Maker 16.4 den Film, den du jetzt erstellt hast, dann auch an andere weitergeben kann und sich selber dann auch anschauen kann. Und dazu müssen wir das Video exportieren. Dazu geht man dann in die Ribbon Startseite und wählt dann hier Film speichern. Und hier gibt es schon einige vorgegebene Möglichkeiten, dass man zum Beispiel speziell für eine E-Mail macht. Und wenn man da mit der Maus noch drüber fährt, wird hier schon angezeigt, welche Größe dann diese das Video dann haben wird, also wie viele Pixel dann dargestellt werden. Könnte hier zum Beispiel hergehen, dann wird mir etwas anderes angezeigt und dann werden schon bestimmte Voreinstellungen vorgenommen. Ich möchte das jetzt aber mir selber einstellen. Gehe auf benutzerdefinierte Einstellung erstellen und lege jetzt dann hier fest die Breite zum Beispiel. Und da wähle ich mir jetzt mal aus, was ganz was Kleines, was es früher vor längeren Zeiten im Internet dann manchmal gegeben hat. Mache eine Breite von 320 Pixel, Höhe von 240 Pixel zum Beispiel und habe hier 400 Kilobit pro Sekunde und kriege dann ein entsprechend kleines Video dann heraus. Klicke dann auf Speichern. Soll dann einen Namen noch eingeben. Nehmen wir das einmal kleines Video. 320, 240. Merkt sich nämlich diese Einstellung, dann klicke auf Speichern. Er speichert das im Videoprofil, diese Einstellung dann. Klicke auf Schließen, habe jetzt diese Einstellung festgelegt, habe das Video also noch nicht gespeichert. Klicke auf Film speichern, wähle mir dann hier diese Einstellung. Klicke drauf und er speichert mir dann meinen Film 02 hier hinein. Schauen wir, wie lange er da braucht. Das hängt dann von der Geschwindigkeit dann deines Computers natürlich ab, wie lange er da dann tatsächlich braucht. So, das Video ist dann fertig kodiert. Ich könnte jetzt auf Wiedergabe gehen. Schiebe das jetzt hier hinein. Und damit habe ich das Video, das bei mir hier 1 Minute 22 lang ist. Geht das dann so durch und das Video habe ich jetzt und könnte ich dann zum Beispiel hier dann weitergeben. Ich habe also ein MP4-Video dann erstellt.